Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate und ich kann irgendwo diesmal nur 30 FPS aufnehmen, ich weiß nicht wieso, aber es funktioniert halt nicht anders. Und ich würde sagen, wir gehen mal wir fangen mit Sequenz 8 an, aber dazu musste ich ja diese drei Stadtteile erobern und das sind genau die, die auf der Karte angezeichnet wurden, die ich erobert habe. Freunde der Einladung. Und mit wem wirst du heute Abend dinieren? Maxwell Roth. Der Anführer der Blighters? Du gehst nicht hin. Natürlich nicht. Natürlich gehe ich hin, hallo? Ja? Natürlich gehe ich hin. Aber ich gehe ja nicht einfach. Noble Leute reisen. Und zwar schnell. Damit es nicht so lange dauert. Ich muss aber mit Jacob das Ganze machen. Das ist ja eine Dinner-Einladung. Und da sollte man nicht... Da muss halt der auftauchen, der auch geschickt wurde. Ne? Oder nach dem geschickt wurde, eher gesagt. Mal gucken, was es hier so zu essen gibt. Tatsächlich nach unten. Gut, gut. Nicht so schnell. Für sowas habe ich keine Zeit. Die Straße ist gesperrt. Die Straße ist wieder frei, würde ich sagen. Eine seltsame Bettgenossen. Okay. Gut. Ich sehe mal hinten nach. Natürlich gehst du nicht vorne rum, sondern hinten. Ich weiß, dass sie da oben sind. Meine Mutter könnte sie alle erledigen und die sieht seit Jahren kaum noch was. Mit dem Türsteher reden. Für den Hintereingang. Ich möchte zu Mr. Roth. Waffen? Nein, danke. Ich habe meine eigenen. Sie gehören auf die Bühne, Sir. Hier entlang. Wieso gehöre ich jetzt auf die Bühne? I don't know exactly where I am. Ah, unser Ehrengast ist gekommen. Komm, nimm Platz.
Ich habe schon länger ein Auge auf dich. Ich finde deinen heldenhaften Kampf gegen den großen Crawford Starrick ziemlich beeindruckend. Ich schalte nach und nach deine Männer aus. Du bist deshalb nicht verärgert? Ganz im Gegenteil. Überraschungen sind das Salz des Lebens. Bei Mr. Starrick ist es etwas anderes. Ich ersticke in Anweisungen. Alle furchtbar langweilig. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Wer weiß, warum? Oh, ich weiß nicht so recht. Mein Freund, wenn ich dir keine Möglichkeit verschaffen kann, Mr. Starrick weh zu tun, tja, dann kannst du in dieses Theater hier stürmen und mich stattdessen töten. Was hättest du von dieser Sache? Eine Gelegenheit für ein Späßchen mit dem tapfersten Mann in London. Wir sind im Geschäft. Louis! Meine Kutsche! Sollen wir? Der ist sau komisch. Komisch? Hierher! Du erwartest doch nicht, dass ich alleine fahre, oder? Gut so, Mädchen. Fahre nach St. Pancras und schone die Pferde nicht. Ich dachte, du und Starrick, ihr kämpft für dieselbe Sache. Was ist geschehen? Ach, weißt du, er brauchte meine Dienste, um seine Ganganführer auszubilden. Aber der Mann ist unerträglich. Was du nicht sagst. Freiheit, Jacob. Sie zu stehlen ist weit mehr als eine Sünde. Das beraubt uns unserer Menschlichkeit. Recht hast du. Und St. Pancras kann unser Leid beenden? In dem Bahnhof befindet sich eine große Ladung Sprengstoff auf dem Weg zu Starrick und Co. Und du hast vor, sie zu stehlen? Sieht ganz danach aus, ne? In St. Pancras ist ein Zug geparkt. Ich würde gern Starricks Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Der einfahrende Zug kommt gerade in unsere Richtung. Damit kannst du unbemerkt in den Bahnhof hinein. Falls er nicht zufällig vorher entgleist. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich sorge derweil dafür, dass Starricks Verstärkung dem Bahnhof nicht zu nahe kommt. Lass mir mal so ein bisschen was abkoppeln. Ich fürchte... Ich fürchte, ich habe einen großen Fehler gemacht. Naja, mal gucken, ob ich ihn wieder ausbügeln kann. Sieht er nach aus, als könnte ich das tun. Halte den Eindringling auf! Na?
Weg hier. Irgendwann werdet ihr Bleiters verstehen, dass ich nur euer Bestes will. Wurfmesser haben wir auch nicht allzu viel mehr. Wie mache ich das denn jetzt? Es wäre eine Idee, hier hochzulaufen, den Typen da oben wegzuschnitzeln. Schnapp den Pass! Ich hole ihn! Oh! Verdammt! Ich schieße mein Loch in den Kopf! Jetzt habe ich freie Schussbahn. Bereit zum Schießen. Schlag ihm den Kopf ab. Also einzeln geht das ganz gut. Aber ich wollte eigentlich das nicht so machen. Naja, ihr werdet wahrscheinlich jetzt im Hintergrund auch Rauschen hören. Das liegt daran, dass ich die Szene mit keinem Filter belegt habe. Naja. Ich möchte meinen schönen halluzinogenen Holzen haben. Und da ein bisschen Unruhe stiften. Ein paar Wurfmesser sind auch nicht schlecht. Ach Mist, in diesem Gebiet gibt es auch noch eine Alarmglocke. Oh shit. Geschäften hier bald fertig. Ach Mist! So, sabotieren. So. Habt ihr vielleicht noch ein paar Wurfmesser so für mich? Da werde ich euch sehr verbunden. Rauchbomben. Ah, keine Wurfmesser. Was seid ihr denn für Leute? Weg hier. Zwei erledigt. Eine Schande, jetzt aufzuhören. Ja, perfekt. Ach, Scheiße. Du bist so gut. Glaubst du, hättest eine Chance? Schlag dir die Zähne ein. Komm doch, wenn du dich traust. Nicht hinrichten. Nie die Leute hinrichten. Denn das ist laut. Und laut ist schlecht. Wieso haben die alle nur Rauchbomben?
Über uns ist noch einer. Den Sprengstoff hätten wir schon vor ein paar Monaten gebraucht. Wem sagst du das? Mein Bruder ist tot wegen dem Angriff der Rooks. Halt ihn auf! Hier ist einer eingedrungen! So. Dann haben wir den auch angezündet. So, wir sollten uns hier vielleicht ein bisschen verkrümeln. Nur noch eine Lieferung. Oh, guck mal, wen wir da haben. Der hat ein Wurfmesser. Schön. Ich muss jemand finden, der dieses Eisenross fahren kann. Hände von mir. Was machst du da? Seien Sie ruhig, bitte. Nicht so laut, Sir. Kein Grund, sich aufzuregen. Bitte. Was wollen Sie von mir? Ich brauche nur jemand, der den Kessel schürt. Schon gut, ich helfe Ihnen. Tun Sie mir nichts. Schon gut, ich helfe Ihnen. Tun Sie mir nichts. Ja, sehen Sie mich als normalen Passagier an. Einen, der rein zufällig mit einer großen Klinge auf sie zielt. Natürlich. So. Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen? Ich würde sagen, so einfach geht's. Richtig! Starrick wird schon bald in die Knie gehen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Entschuldige, ich muss los. Besuche mich gerne mal wieder. Ich glaube, das war nicht so ganz die Intention von Jacob. Naja. So, aber wir haben Lady Chitons Umhang bekommen. Und damit würde ich mal kurz sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.